Schaden zu machen. Ui, war das kritisch? Oder ist er einfach nur empfindlich dagegen? Er hat schon wieder seinen Kopf gedreht. Jeder Kopf ist immer noch besser. Oh. Hätte er mich ruhig treffen können, weil der Schaden wäre geheilt gewesen und ich hätte Limit machen können. Oh nee, scheint einfach nur effektiv zu sein. Er heilt sich. 1200. Das ist ein Schwert, aber das sieht überhaupt nicht aus wie ein Schwert. Das hat nicht mal gereicht. 9000. Los, greif mich nochmal an. Ich will dich mit meinem Limit besiegen. Oh nein, er heilt sich schon wieder. Ne, dann sind es ja 7000, weil er sich zweimal geheilt hat. Oh Mist, mein Regener funktioniert nicht mehr, sehe ich gerade. Ich setze jetzt alles auf meine Limit-Attacke. Komet kann ich eh noch einmal zaubern. Höchstens Regener oder so. Ja, 10 Mal waren's. Naja, sind auch über 3000. 5000 Erfahrungspunkte und 60 AP. 40.000 Jill und Zorn der Götter. Kach, Hust. Für dein Alter nicht schlecht. Du bist auch besser geworden. Ha, ha. Hehe. Oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Was ist das für ein Geräusch? Na, passiert doch was? Es ist Zeit, dass ich dir das gebe, Yuffie. Das ist die Leviathan-Materie. Nimm sie. Leviathan? Aber Lord Godoro, die Leviathan-Materie darf nur der erhalten, der über die Pagode herrscht, so ist es Brauch. Brauch, Brauch, Brauch. Ich kann es nicht mehr hören. So ein Schwachsinn. Ruhe, Yuffie. Was ist mit euch anderen, mit all eurer Macht? Findet ihr das gut, in diesem Turm eingefasst zu sein? Yuffie? Du auch, Vater, nachdem du den Krieg verloren hast, hast du Wouter zu dem gemacht, was es heute ist. Was willst du damit sagen? Du hast Wouter in einen stupiden Kurort verwandelt, der sich Touristen anbietet. Wie soll das noch enden? Dachau-Statue und Leviathan sind beschämt. Sie ist ein Kind. Was sagst du? Yuffie? Verzeih mir, es ist alles meine Schuld. Was sagst du da, Lord Gogo? Der verlorene Krieg, das Wouter jetzt wie ein Kurort ist, an allem bin ich schuld. Lord Godo, Ruhe! Yuffie, ich bin immer noch der ich vor dem Krieg war. Aber nachdem der Krieg verloren war, dachte ich nach. Ist Stärke nur da, um den Feind zu besiegen oder vor anderen anzugeben? Gewalt erzeugt Gewalt, genauso wie Shinra. Ich weiß, dass du nach Materie suchst, um Wutai zu helfen. Aber auch ich verberge meine Stärke nur, weil es gut für Wutai ist. Und jetzt begreife ich, dass beides nötig ist. Stärke ohne Zielstrebigkeit ist wertlos und Zielstrebigkeit ohne Stärke ebenfalls. Lord Godo. Ihr da, bitte nehmt Yuffie mit. Ich merke, dass sie alle sowohl Stärke als auch Zielstrebigkeit besitzt. Nach allem, wie können wir ablehnen? Aber mach bloß keinen Unsinn mit unserer Materie. Geh, Yuffie. Für die Ehre, Wutais.
Vater. Ich kümmere mich bis zu deiner Rückkehr um die 5 heiligen Götter. Geh und komm lebend zurück. Klar doch. Dann marschieren sie alle wieder einzeln runter. Juffi, warte mal. Wenn der Kampf vorbei ist, glaubst du, dass sie dann die Materie, die sie haben, noch brauchen? Vater? Geh, kämpf bis zum Ende und komm zurück. Mit der Materie. Von einem Schlag. Hehehe, darauf kannst du wetten. War das denn von der Schlusspose? So, nochmal kurz hochgucken, ob hier noch was geht. Okay, kämpf bis zum Ende und komm zurück mit der... Pass auf Materie auf. Das ist ja beinahe verquatscht. Da haben wir's. Das ist Ruffys, Yuffies Stufe 4 Limit, denke ich mal. Ich muss gleich die Materie anpassen. Weil sonst ist Yuffie zu übermächtig. So, ist das auch geschafft. Ja, das kennen wir doch schon. Und raus hier. So, Materie. Alles entfernen. Genauso hier. Und da. Fernkampfwaffe. Genauso wie bei ihr. Bei ihr nicht. So. Sie kriegt auf jeden Fall Fernangriff. Tifa kriegt auf jeden Fall Heilung. Genesung. Mit der höchsten Materie. Und kriegt auf jeden Fall auch Zeit. Ach, was ist das eigentlich sortiert? Außerdem würde ich sagen Gesundheit. Ich habe noch dreimal alle. Also Isuna meine ich hier, Behandlung. Da reicht ein schwaches. Eigentlich reicht auch hier ein schwaches, weil Zeit zaubere ich ja nicht so oft. Wobei, nee, das zählt ja sowohl für mich als auch für den Gegner. Dann lasse ich so. So, sie kriegt...
Was kriegt's noch? Gewitter. Oh, Kälte hat 15 fehlen noch. Kälte. Hitze. Hitze und einmal alle. So. Barrett kriegt auf jeden Fall Komet, würde ich sagen. Und ansonsten Gift auf alle. Warte mal, da mache ich es doch anders. Frau wird extra steigern und die Wirkung von Zauber. Das in Verbindung mit dem Zauber ist bestimmt besser. Ist das eine Attacke oder was ist das? Waffenrüstung mit zusätzlicher Wirkung. Achso, jetzt Dings haben sie ja noch gar nicht. So, er soll auf jeden Fall Raub und Schutz und Gegenangriff haben. Verwandlung, was war denn das? Ach ja. Tja, was mache ich jetzt hiermit? Nehme ich das mit rein? Feintechnik wäre auf jeden Fall cool, wenn das einer hätte. Und gerade er braucht es wegen... Durch Schutz hat er ja häufiger Attacken, die er abkriegt. So, das ist erstmal doch Raub, würde ich noch reinnehmen. Und ansonsten eine Beschwörung. Zauberwerte hoch, wenn er sein Dings hat. So, Tiefer. Was macht Tiefer? Tiefer kann bisher nur heilen. Was aber nicht weiter schlimm ist, den Rest rüste ich mit Dings auf. Mit Beschwörung, würde ich sagen. Sie hat auch noch 4 Plätze. Dann mache ich bei ihr mal Dings rein, HP und MP. Die Nebenwirkung und die Zusatzwirkung. Wobei eine Beschwörung kann sie auch haben. Dann kriegt sie... Titan, Odin, macht sie Odin. Obwohl, sie kann ja ihr Dings kriegen, was ich gerade bekommen habe. Wer ist gar nicht dabei? Leviathan, doch da. So, und sie kriegt Zusatzwirkung, wollte ich trainiert haben. Die beiden Bahamuts, würde ich sagen. Odin ist wichtig. Und was haben wir noch? Ach, nehmen wir noch was Kleines rein. Mein allererstes. So, jetzt bin ich da eigentlich wieder gut gerüstet, finde ich. Ein Zelt bitte noch essen. Und speichern. Das ist das Älteste. So, Limit, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Ihr fehlt noch ihr viertes. Ihm auch. Dann mal kurz gucken. Hat sie auch Dings bekommen? Fernangriff? Ja. Perfekt. So, ich wollte als nächstes die anderen beiden Schokobo-Dinger finden. Oh, hier ist auch eins. Guck ich doch mal hin. Ach Mist, man kann ja nur da landen, wo Dings ist. Wo Gras, dann müsste ich ja hier und dann den ganzen Weg hinlaufen. Es sei denn, hier ist Gras, aber da ist nichts.
Irgendwo war hier auch eine Höhle, wo man nur mit einem Schokobo hinkam. Egal, merken wir uns, hier ist auch noch eins. Oder ist mir jetzt der Weg echt zu weit? Cosmo Canyon, genau. Das meinte ich vorhin noch. Aber ich habe gar kein Dings ausgerüstet. Da tausche ich mal schnell mit Fernangriff, Schokoboköder. Laufe ich falsch? Hoch, falsche Taste. Ich hab da irgendwas gesehen, ihr habt. Bin ich bescheuert? Oder bin ich dran vorbeigeflogen? So billig war der. Kälte und Kälte geboren. Ach. Haben wir das erste Mal Dings erreicht. Kälte ist auf Level Master. Und dadurch ist eine neue Kälte... Warte, nee, ist egal, müsste unten sein. Eine neue Kälte entstanden. Theoretisch könnte ich jetzt die reinnehmen, die ist auch schon Level 3. Mach ich auch. Zurück. Hab ich mich hier nur verguckt, weil ich dachte, das wär's. Scheint ganz so. Was war denn hier oben eigentlich? Da kam ich noch nicht hin, das weiß ich. Bei Nibelheim war keins, oder? Nee. Hier ist eins. Sogar da hinten auch noch. Hier ist ein richtig großes Gebiet. Na, komm schon. Geschafft. Ach, siehste, ich habe ja kaum noch Kraut, fällt mir gerade ein. Dann nehme ich mal, ach ich habe ja nur noch das bessere Gemüse. Granate, ne, das geht auf alles, kann ich nicht machen.